Hi, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Lisa. Schön, dass du hier gelandet bist. Wir werden jetzt gemeinsam ein 15-minütiges Yoga-Workout machen. Alles, was du dazu brauchst, ist deine Matte und dein Körper. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Namaste. Zu Beginn wäre vielleicht noch wichtig zu wissen, dass dieses Workout eher für Fortgeschrittene geeignet ist, da die Übungen sehr kraftvoll sind und fließend ineinander übergehen. Du kannst jederzeit in die Kindsposition zurückgehen, wenn es dir zu anstrengend wird, und ansonsten bleibst du einfach im Flow. Wir beginnen im hüftbreiten Stand, leg deine Hände auf die Knie, beug dich mit deinem Oberkörper leicht nach vorne in die halbe Vorbeuge und dann machen wir hier in dieser Position einmal Cat-Cow. Das bedeutet, mit der Einatmung ziehen wir uns ganz lang im Rücken. Wir schaffen Platz zwischen unseren Wirbeln. Und mit der Ausatmung machen wir uns rund. Einatmen. Und aus. Nochmal ganz tief ein. Und wieder aus. Mach dich ganz rund. Letztes Mal. Ein. Und mit deiner Ausatmung roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Nimm als letztes die Schulterblätter dazu. Und die Halswirbel. Komm nun in die Bergstellung Tadasana. Deine Handflächen zeigen nach vorne. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier. Tief durch die Nase ein. Und den Mund wieder aus. Dann bring als nächstes deinen rechten Fuß zum linken Knie. Drück die Fußfläche einmal gegen das Knie. Drück dein rechtes Knie nach außen ganz leicht und such dir einen Punkt, auf den du dich fokussierst, dein Drishti. Komm langsam mit den Armen über deinen Kopf, die Hände, Handflächen bleiben zusammen. Komm zurück zum Herz, zum Namaste. Und nimm hier ein paar ganz tiefe Atemzüge in der Baumstellung Vrikshasana. Konzentriere dich weiterhin auf dein Drishti. Wenn du möchtest, schließ deine Augen. Löse langsam wieder auf und bring nun einmal deinen linken Fuß zum rechten Knie. Drück das Knie nach außen links. Bring die Hände über den Kopf zusammen nach oben. Komm zurück zum Herz. Nimm hier ein paar tiefe Atemzüge. Konzentriere dich weiterhin auf deinen Drishti. Auch hier kannst du die Augen schließen. Das macht nichts, wenn du fällst. Atme nochmal ganz tief ein und aus. Und dann löse wieder auf. Komm an den Anfang deiner Matte, bring mit Schwung beide Hände über die Seiten nach oben, atme tief ein und mit der Ausatmung komm tief in die ganze Vorbeuge Uttanasana. Bleib hier für einen Moment, nimm ganz tiefe Atemzüge und dann greif mal links und rechts deine Ellbogen und schaukel so ein bisschen von links nach rechts, mach eine Acht, genieße, lass dich ganz tief fallen und atme. Schaukel so noch ein bisschen weiter hin und her, vielleicht ein bisschen schneller und dann löse ganz langsam wieder auf, bring beide Hände auf die Oberschenkel, mach den Rücken ganz lang, halbe Vorbeuge Adha Uttanasana. Atme tief ein und mit der Ausatmung komm in die ganze Vorbeuge Uttanasana. Von hier aus geh einen Schritt zurück mit der Einatmung in den Yoga-Liegestütz und mit deiner Ausatmung senk die Knie ab und komm in den Vierfüßlerstand. Wir machen ein weiteres Mal Cat-Cow mit der Einatmung. Mach dich ganz lang, leg den Kopf in den Nacken und geh ins Hohlkreuz. Mit der Ausatmung mach dich ganz rund, Katzenbucke. Einatmen, nochmal ganz lang machen, leg deinen Kopf in den Nacken und ausatmen, mach dich rund. Find dein eigenes Tempo, mach das nur noch dreimal, tief ein und aus. Letztes Mal ein und aus und dann komm zurück in den neutralen Vierfüßlerstand, atme tief ein und von hier aus drück dich mit der Ausatmung nach oben in den herabschauenden Hund Adho Mukha Svanasana. Atme auch hier nochmal ganz tief, lass dein Pranayama fließen und wenn du möchtest, dann lauf ein bisschen von links nach rechts, indem du abwechselnd deine Knie beugst und streckst. Nimm hier einmal ganz tiefe Atemzüge ein. Und aus. Löse langsam wieder auf und komm mit der nächsten Einatmung mit einem Schritt nach vorne. Mit der Ausatmung zieh dich nochmal tief in die ganze Vorbeuge Uttanasana. Greif beide Ellbogen hier nochmal und dann lass dich nochmal so ein bisschen von links nach rechts baumeln. Atme ganz tief ein.
Und aus. Lass dich nochmal schön fallen und werde ganz, ganz schwer. Dann löse langsam wieder auf, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und nochmal einen ganz tiefen Atemzug und komm dann in die Berghaltung, Tadasana. Deine Handflächen zeigen nach vorne, deine Füße sind hüftbreit aufgestellt, die Zehen sind gespreizt und du bist ganz gut geerdet, wie ein Berg im Boden verankert. Atme mit diesem Bewusstsein nochmal ganz, ganz tief in deine Mitte hinein. Nimm neue Energie auf. Und mit der Ausatmung lass gehen. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung bring beide Arme über die Seiten nach oben und mit der Ausatmung zieh dich tief in die ganze Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge, Adho Uttanasana, mach den Rücken schön lang. Mit der Ausatmung komm in den Yoga-Liegestütz zurück. Tief einatmen, halte und mit der Ausatmung senk dich langsam ab. Einatmen, kleine Kobra. Und ausatmen, drück dich in den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Lauf hier nochmal ein bisschen von links nach rechts. Lass deine Atmung, dein Pranayama, zusammen mit deiner Bewegung fließen. Atme ganz, ganz tief ein durch die Nase und aus durch den Mund. Werd eins mit dieser Asana. Mit der nächsten Einatmung heb einmal dein rechtes Bein nach oben, streck die Zehen und mit der Ausatmung bring dein Knie zum linken Ellbogen. Einatmen, komm wieder nach oben und ausatmen, Knie berührt den Ellbogen. Letztes Mal tief einatmen, streck dich nochmal ganz nach oben aus und mit der Ausatmung komm zurück zum linken Ellbogen. Einatmen, letztes Mal nach oben ausstrecken und mit der Ausatmung komm zurück zum vierbeinigen Hund, Adho Mukha Svanasana. Einatmen, schüpf nach vorne zwischen deine Hände und ausatmen, komm in die ganze Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, beide Arme über die Seiten nach oben und ausatmen, Handflächen zusammen, Hände vors Herz zum Namaste. Einatmen, bring die Hände über den Kopf in die leichte Rückbeuge und mit der Ausatmung komm in die ganze Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, Adho Uttanasana, halbe Vorbeuge. Mit der Ausatmung einen Schritt zurück in den Yoga-Liegestütz. Einatmen, halte im Brett und mit der Ausatmung senk dich ganz ab. Einatmen, kleine Kobra und ausatmen, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Lauf hier ein bisschen wieder von links nach rechts. Werd ganz locker und lass deine Atmung fließen. Mit der nächsten Einatmung bring dein linkes Bein nach oben und mit der Ausatmung berühre einmal den rechten Ellbogen. Einatmen, streck dich nach oben aus und ausatmen, du berührst den rechten Ellbogen. Nochmal ein und aus. Lass die Bewegung fließen, einatmen, strecken und ausatmen, komm zum vierbeinigen Hund zurück. Einatmen, spring nach vorne zwischen deine Hände, ausatmen, ganze Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, Arme über die Seiten nach oben und ausatmen, Namaste. Zweite Runde, atme ein, bring die Arme über die Seiten nach oben und mit der Ausatmung komm in die ganze Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge, Adho Uttanasana, Rücken ist gerade, ausatmen, komm zurück in den Yoga-Liegestütz. Halte mit der Einatmung und mit der Ausatmung senk dich ab. Einatmen, kleine Kobra Bhujangasana und ausatmen, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Wir bleiben im Flow, einatmen, rechtes Bein nach oben strecken, ausatmen, berühre mit dem Knie die Nase. Einatmen, strecken und ausatmen, komm mit dem Knie zur Nase. Zweimal noch einatmen, strecken, ausatmen. Einatmen, letztes Mal und mit der Ausatmung setz ab. Einatmen, heb dein linkes Bein nach oben an, ausatmen, berühre mit dem Knie die Nase. Einatmen, strecken, ausatmen, Knie berührt Nase. Zweimal noch, ein, aus, letztes Mal. Setz ab. Komm zurück zum vierbeinigen Hund. Atme ein, hüpf jetzt mit beiden Beinen nach vorn zwischen deine Hände. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seiten nach oben. Und ausatmen, Namaste. Im tiefen Atemzug spür nach mit der nächsten Einatmung. Komm zurück mit deinen Armen über die Seiten nach oben. Und komm in die ganze Vorbeuge Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge, Adho Uttanasana. Ausatmen, Yoga-Liegestütz. Einatmen, halten und mit der Ausatmung absenken. Einatmen, kleine Kobra Bhujangasana. Und mit der Ausatmung kommen den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Wir bleiben im Flow. Lauf hier ein bisschen wieder von links nach rechts. Beug abwechselnd deine Knie. Die Fersen ziehen Richtung Boden. Du spürst eine leichte Dehnung in deiner Wade. Find dich in dieser Asana ein. Verbind dich mit deinem Pranayama. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein nach oben.
Und mit der Ausatmung berühre mit dem rechten Knie den rechten Ellbogen. Einatmen, zurück. Ausatmen, Knie berührt Ellbogen. Nochmal einatmen, komm nach oben. Letztes Mal ausatmen. Nochmal tief einatmen, streck dich nach oben aus. Und wenn du möchtest, dann komm jetzt in deine Rockstar-Pose, indem du dich einmal mit dem rechten Fuß nach links fallen lässt. Der Oberkörper dreht sich mit. Atme tief ein, streck dich nach oben, öffne das Herzchakra. Und mit der Ausatmung komm wieder zurück über den dreibeinigen Hund in den herabschauenden Hund. Heb hier nur mit der nächsten Einatmung dein linkes Bein nach oben und mit der Ausatmung berühre den linken Ellbogen. Einatmen, heb das Bein nach oben. Ausatmen, komm zum Ellbogen oder zum Unterarm. Nochmal ein und aus. Letztes Mal ein und komm auch jetzt hier in deine Rockstar-Pose. Lass dich nach hinten fallen, öffne dein Herz, die Brust. Atme tief ein und mit der Ausatmung komm zurück über den dreibeinigen Hund in den herabschauenden Hund. Von hier aus roll dich jetzt nach vorne über das Brett in den Yoga-Liegestütz. Halte nochmal mit der Einatmung, mit der Ausatmung, senk ab. Einatmen, kleine Kobra Bhujangasana und ausatmen, komm ins Kind Balasana. Öffne deine Knie, atme ganz, ganz tief und spür nochmal die Dehnung hier im Schulterblatt. Deine Arme sind nach vorne ausgestreckt, die Handflächen liegen am Boden. Atme hier nochmal ganz bewusst in diese Dehnung hinein, ganz tief durch deine Nase ein und wieder aus. Dann löse ganz langsam auf. Und jetzt bring deine Handflächen am Boden, die Mittelfinger zeigen zu dir, zu deinen Knien. Und komm ganz langsam mit der Einatmung nach hinten zurück. Spür die Dehnung in den Unterarmen. Und genieß diese Dehnung. Atme auch hier nochmal ganz tief hinein. Dann löse langsam wieder auf. Dreh die Handflächen um und bring beide Handrücken nun zum Boden auf deine Matte. Gib hier ganz, ganz leichten Druck drauf und auch hier setz dich wieder leicht mit dem Gesäß Richtung Fersen. Und schau, dass wirklich der gesamte Handrücken auf der Matte bleibt. Einen tiefen Atemzug und dann löse ganz langsam wieder auf. Locker die Handgelenke. Du bist jetzt optimal für die nächste Asana vorbereitet. Hüpfe als nächstes nochmal nach vorne zwischen deine Hände, atme aus und komm in die ganze Vorbeuge. Einatmen, bring dein Gesäß jetzt Richtung Fersen und öffne einmal die Knie. Komm auf deine Zehenspitzen, drück mit der rechten Hand jetzt gegen das rechte Knie. Mach dich hier nochmal auf in der Hüfte, das gleiche auf der linken Seite. Atme ganz tief und komm nun in den Kranich Bakasana. Leg hierfür deine Knie auf die Hinterseite deiner Oberarme. Und versuch jetzt ganz langsam, dich nach vorn zu beugen. Ganz, ganz langsam dein Gewicht nach vorn zu verlagern und langsam mit den Füßen vom Boden abzuheben. Versuch das einfach. Wenn es nicht geht, ist okay. Dann locker nochmal auf, locker die Handgelenke und versuch es ein zweites Mal. Wenn du möchtest, kannst du gerne von hier aus versuchen, in den Kopfstand zu kommen. Sei sanft und vorsichtig. Bring deine Beine langsam nach oben, atme nochmal ganz tief, halte die Balance und spür den veränderten Energiefluss in deinem Körper. Lass deine Atmung weiterhin gleichmäßig fließen, dann löse ganz langsam wieder auf und komm noch einmal in die Kindsposition, Balasana. Entspann dich hier nochmal, atme nochmal ganz, ganz tief ein durch deine Nase und wieder aus. Mal tief ein, aus, wird nochmal ganz leicht und spür nach, spür die Gelenke, die Muskeln, alles, was du jetzt gedehnt und gestreckt hast, alle Zellen, die du jetzt beansprucht hast, fühl in dich hinein und atme nochmal in dieses Gefühl hinein. Und komm ganz langsam wieder nach oben in den Sitz, über die Seite. Deine Knie sind angewinkelt, bring die Handflächen zusammen über den Kopf. Und jetzt dreh dich einmal zur rechten Seite auf. Beide Handflächen zeigen Richtung Boden. Der Rücken ist ganz lang und dein Kopf schaut nach rechts.
Atme auch hier wieder in diesen Twist hinein. Spüre den Twist in der Wirbelsäule. Atme ganz tief und lass den Puls jetzt nach unten fahren. Dann bring die Arme nochmal zur Mitte nach oben. Und dann dreh dich mit der nächsten Ausatmung zur anderen Seite auf. Die Handflächen zeigen Richtung Boden, der Rücken ist ganz gerade und der Oberkörper leicht gedreht. Schau nach links hinten. Öffne die Brust, den Oberkörper nochmal und atme hier wieder ganz, ganz tief. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme nochmal nach oben. Streck dich, mach dich ganz lang im Rücken und mit der Ausatmung zieh dich nach vorne. Ganz wichtig nach vorne, dein Bauchnabel sollte die ganze Zeit in Berührung mit deinem Oberschenkel sein. Wenn das nicht geht, dann lass die Knie angewinkelt. Es ist wichtig, dass du dich wirklich nach vorne ziehst, nicht nach unten. Löse nochmal auf und dann mach das Ganze noch zweimal. Denk daran, bring die Arme gestreckt nach oben, der Rücken ist ganz gerade und du ziehst dich lang nach vorne. Dein Bauchnabel berührt den Oberschenkel. Wenn du es schaffst, kannst du deine Zehen greifen und das Gesicht ablegen auf deine Beine. Ansonsten lass die Knie gebeugt und konzentriere dich darauf, dich wirklich nach vorne auszustrecken. Wenn du es nicht schaffst, deine Zehen zu berühren, dann greif mit deinen Armen unter deinen Oberschenkel durch und zieh dich hier leicht nach vorne. Diese Option hast du. Schau, was für dich stimmt, was sich für dich am besten anfühlt. Wenn du das dreimal gemacht hast, dann umarme deine Knie, mach deinen Rücken ganz rund und roll jetzt so ein bisschen hin und her, von vorn nach hinten, auf deinem Rücken, deine Wirbelsäule ist ganz rund und komm für den Abschluss noch in den Schulterstand. Unsere letzte Asana für heute. Atme auch hier nochmal ganz tief ein und aus, richte dich neu aus, spiel ein bisschen, wenn du magst. Und dann löse auf, komm in den Sitz, atme nochmal ganz tief, schließ die Augen, spür nach, spür in dich hinein. Vielleicht spürst du dein Herz schlagen, vielleicht fühlst du deinen Puls. Verbind dich nochmal mit deiner Lebenskraft und genieß die Stille. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns bald wieder. Abonnier doch gerne meinen Kanal für weitere Videos. Und bis bald. Namaste. Deine Lisa.